Seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei The Planet Crafter. Wir sind hier in unserer ersten Basis und ihr habt gesagt, ich soll mal hier bei der Energieversorgung gucken. 14.000 Watt, also 14,50 Watt die Stunde sind verfügbar. Das meiste geht über die Sonnenkollektoren. Und hier haben wir unseren Verbrauch. Das ist der Verbrauch. Insgesamt 17. Produktion. Ach so, hier ist 32 produzieren wir, 17 verbrauchen wir. Okay. Wir haben ja die Kisten. Da haben wir alles Mögliche drin. Hier zum Beispiel Nahrung, ne? Und wir haben noch Eis dabei. Da können wir eigentlich gleich mal Wasser machen. Draus machen. Was wollen wir heute machen? Eigentlich würde ich ganz gerne hier diesen Sauerstofftank 3 erstmal bauen. Da brauchen wir Eisen, Titan, Silizium, Magnesium, Aluminium. Aluminium haben wir natürlich gerade, glaube ich, gar nicht mehr am Start. Erstmal hier die 3 Eis wegballern. So, und die können wir hier mit in die Nahrungskiste packen. Und die können wir eigentlich auch gleich mal beschriften. So, da rein. Genau. Und einmal Wasser behalten wir. Die können wir eigentlich gleich mal beschriften. Und zwar hattet ihr gesagt, wenn ich hier unten auf das Schild gehe. Ah, sehr gut. Nahrung. So. Sehr gut. Enter? Ja, Enter. Dann ist das Ganze... Ja, dann steht hier Nahrung dran. Und was haben wir hier drin? Hier haben wir Erze drin. Magnesium haben wir noch da. Aber wir haben kein Aluminium. Wir brauchen auch nochmal Stoff. Ich brauche mehr Stoff. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt ein paar Sauerstoffkapseln machen, dass wir nochmal zu dem Wrack gehen. Weil wir brauchen im Endeffekt Aluminium. Das haben wir alles gebaut. Die Dinger hier, den Rucksack 3, haben wir, glaube ich, auch schon. Warte, ich gucke mal in meiner Ausrüstung. Wir haben den, da haben wir 1 Bewegungsdinger. Oh, was jetzt? Ah, Sonnenkollektoren. 2. Ah, cool. Der Rucksack haben wir schon 3. Hier haben wir 2. Okay, da bräuchten wir die 3 von. Hatte ich ja eben gesagt. Alles klar. Wir müssten also im Grunde, müssten wir uns ein bisschen hier Sauerstoffkapseln machen erstmal. Sauerstoffkapseln, da brauchen wir nur Kobalt. Okay. Besorgen wir mal Kobalt. Der liegt ja hier überall rum. Das ist ja nicht das Problem. Kobalt. Und wir können auch mal in das andere Wrack gehen, theoretisch. Aber, weil da sind wir ja nicht weitergegangen. Da sind wir ja nur rein und wieder raus. das war eigentlich so die erste kleine Expedition. So. Bleiben wir hier mal in der Nähe des Schiffes ruhig. Sammeln ein bisschen Kobalt ein für Sauerstoffkapseln. Und dann mache ich das nämlich diesmal so, dass ich der Joe Slow hatte das auch nochmal geschrieben. Es wurde vorher aber schon mal geschrieben, dass man sich so eine Art kleine Basis macht. Ich nehme nochmal hier hinten den Kobalt weg und dann aber zurück zum Schiff, ehe wir hier an Sauerstoffarmut sterben. Obwohl eine Kapsel habe ich sogar noch dabei. Das heißt, eine könnte ich auch aufbrauchen, aber wäre blöd. Oder eigentlich von der Effizienz her kann ich das ruhig machen. Ich renne gleich zurück. Ich nehme jetzt hier noch 2 mit und dann haben wir sowieso genug Sauerstoffkapseln. Wahrscheinlich. Dass wir uns so eine kleine Basis aufbauen. Hier, das nehmen wir noch mit. Jetzt haben wir schon ordentlich Kobalt eingesammelt. Können ja gleich nochmal, nachdem wir Luft geschnappt haben, nochmal los in die andere Richtung. Da nochmal den ganzen Kobalt abgrasen. Und dann bauen wir uns so eine kleine Basislager vor dem Raumschiff. Und dass wir dann versorgen können. So, okay. Kurz Luft holen. Warte, da können wir schon mal Sauerstoffflaschen von machen. Zack. Zack. Die Kapseln sind immer gleich, ne? Nur die Tragesysteme ändern sich, glaube ich. Da gibt es keine verbesserten Kapseln. So, wie viele haben wir denn jetzt? Ey, 6 Stück haben wir letztes Mal noch nicht mal gebraucht. Ich glaube, jetzt haben wir schon mehr. Ja, okay, jetzt fehlt uns ein Kobalt. Mal sehen, wie viel wir jetzt haben. Ja, guck mal, wir haben 2... das reicht. Dann nehmen wir uns ein bisschen Wasser und ein bisschen Nahrung mit. So, ein bisschen Wasser noch. Und noch ein Nahrung.
Ja, es reicht. Einnahrung reicht. Weil wir werden da noch was finden. Und dann brauchen wir das Zeug, um uns. Moment. Und um uns hier so eine Basis zu machen, da brauchen wir Eisen und Titan, das können wir unterwegs einsammeln. Und hier brauchen wir Silizium, Titan und Eisen. Das heißt, wir brauchen im Grunde drei Eisen, zwei Titan und ein Silizium. Und dann können wir uns da oben eine Zwischenbasis bauen. Na? Das wäre so der Plan. Okay, los geht's. Gar keine großen Umschweife. Wasser ist vielleicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Wasser mitnehmen. Weil, guck mal, Wasser habe ich schon wieder so viel verbraucht. Ich kann ja noch ein Wasser und eine Nahrung da trinken. Obwohl, Wasser können wir doch hier. Ja, nee. Nee, warte mal. Ich nehme noch ein Wasser, trinke ich jetzt gleich mal. Und die Nahrung, dann nehme ich auch noch einen mit. So, das sollte reichen. Das sollte reichen, oder? Los geht's, Freunde. Direkt, ohne große Umschweife, hoch zum Raumschiff. Schnell eine Basis gebaut. Wir brauchen drei Eisen, zwei Titan, hatte ich gesagt. Das nehmen wir mit und Silizium. Ein Titan. Silizium. Weiter, 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 weiter. Silizium brauchen wir noch einmal, ne? Zwei Titan. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Ein Eisen. Zwei Eisen. Da liegt unser drittes Eisen im Feuer. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist das ganze Kram drin. Ja, alles klar. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Und dann bauen wir uns oben nämlich eine Basis hin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur einen einzigen Tank verbrauchen für die Hinreise. Und dann machen wir uns noch eine Kiste. Also danke nochmal an Joe Slow und ich glaube Wullewupp war's, der es geschrieben hat, oder jemand anders. Und die Basis bauen wir uns genau vor den Eingang. Die Basis bauen wir uns genau vor den Eingang und dann werden wir das Schiff nämlich komplett erkunden. Und da bauen wir uns Kisten rein und dann können wir das nach und nach rüberbringen. Und guck mal, wir kommen, glaube ich, von A nach B, ohne einen Sauerstoff zu verbrauchen. Das ist ganz gut. So. Aber ich nehme jetzt mal ein. So, Sauerstoff. Und jetzt bauen wir uns hier genau, bauen wir uns so ein Basisding hin. Auf Q. So, Basiswohngebäude. Wo bauen wir uns das hin? Ist egal, wir können es auch hier reinbauen. Theoretisch, oder? Können wir es auch hier reinbauen? Nee. Ich muss halt reinkommen. Das wäre halt ganz wichtig. Ich kann es ja auch drehen, ne? Nee, kann ich nicht. Warum? Hier unten. Hier so. Und jetzt noch ein Eingang. Eingang. So, jetzt können wir nicht hier immer Luft schnappen. Und was brauche ich denn, um mir Kisten zu bauen? Da brauche ich doch, glaube ich, auch nur Eisen oder so, ne? Ein Eisen. Okay, dann sammeln wir uns kurz Eisen ein. Also, wahrscheinlich gibt es hier nur Titan. So, ein Eisen. Ist hier oben noch irgendwo Eisen? Silizium. Zwei Eisen haben wir schon. Zwei Kisten. Silizium. Es wird gerade Nacht, ne? Das ist nicht gut. Ich mache mal die Taschenlampe an, damit ihr mehr seht. Und die schwebt hier so ein bisschen unsere Basis. Nicht so schlimm. So, und jetzt bauen wir uns hier zwei Kisten rein. Q. Kisten. So. Nummer 1. Q. Numero 2. Und da können wir schon mal allen unnützen Kram drin ablagern. Das heißt, wir können hier schon mal den Kobalt ablagern. Wir können hier den einen Teil unserer Sauerstoffflaschen ablagern. Die Nahrung. Wasser. Ja. So. Zwei Flaschen brauchen wir vielleicht im Inneren des Schiffes. Und könnten wir uns nicht theoretisch, jetzt auch noch so ein Crafting-Gerät hier reinbauen? Hier so ein Herstellungsgerät. Da brauchen wir nur ein Eisen und Silizium für. Jetzt muss ich doch hier finden lassen. Silizium, ein Eisen.
Und ein Silizium. Zack. So. Und damit sollten wir doch jetzt eigentlich so ein Ding machen können. Hier. Herstellungsapparat. Aber warte mal, gab es da nicht auch einen zweiten Herstellungsapparat? Nee, ne? Das. Nee, das ist der. Das ist der. Schade, hier passt dann. Doch, der passt hier hin. Warte mal. Können wir den direkt hier hinbauen? Sparen wir Platz. Ich habe ihn falsch rumgesetzt. Wenn ich den jetzt abbaue, theoretisch, ne? Oder praktisch. Wenn ich den jetzt abbaue, kann ich den noch jetzt. Ja, ich kriege das Zeug zurück. Genau. Und jetzt kann ich ihn einfach neu craften. Das heißt, man kann ordentlich hin und her bauen, ne? Ich will den Monitor natürlich vorne haben. Es soll ja auch ein bisschen, Freunde, ein bisschen schick soll es ja aussehen, ne? Guck mal. Und jetzt kann ich nämlich hier sagen, kann ich hier alles bauen. Wunderbar. Einwandfrei. Dann können wir erstmal was, ja, was trinken zumindest erstmal noch. Eva, losgehen jetzt, ne? Trinken wir nochmal was. Was? Ach so, ja. So, was getrunken. Und dann können wir mal reingehen und das Zeug rausholen. Dann können wir das nämlich jetzt alles komplett leer räumen. Das ist gut, das ist gut. Ich stelle das mal auf. So, warte mal. Hier war ja nichts sonst. Ne? Hier ist der Eingangsbereich. Es kann natürlich sein, dass wir uns hier verirren. Ne? Das ist schon gut möglich. So, der Container ist leer. Der ist leer, ja. Hier war ja nur das Schlafgemach. Warte, hier war noch so ein Durchgang. Hier war tatsächlich noch so ein Durchgang. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Demontieren nicht möglich. Aber öffnen. Da ist ein Speicherchip drin. Okay, es gibt also auch so kleine Kästen. Es ist natürlich verdammt dunkel hier drin, ne? Das Ding könnte ich demontieren. Hätte ich da was von? Nur das Material, was reingeflossen ist wahrscheinlich, ne? Zentrale Heizung. Ja, ein bisschen Iridium haben wir gekriegt. Das ist gar nicht so schlecht. Sauerstoff wird langsam eng. Okay, ich würde noch einmal zurückgehen. Wir müssen uns wahrscheinlich doch mehr Sauerstoff mitnehmen. Wir müssen mehr Sauerstoff mitnehmen. Okay, nochmal Luft holen. Dann können wir nicht demontieren. Nicht demontieren. Dann können wir hier nämlich schon mal... Ja, pass auf, wir nehmen uns 3 Sauerstoff mit. Das können wir aber alles schon mal hier ablagern dann, ne? Also das können wir im Grunde hier reinpacken. Das ganze Kram, was wir jetzt gefunden haben. Den Chip. Ja. Okay, wieder rein. Wir haben eine Sauerstoffflasche mehr mitgenommen. Wir haben ein bisschen Nahrung mitgenommen. Jetzt gehen wir wieder rein. Gehen wir hier rum. Die haben wir leer geräumt. Da waren wir ja eben, ne? Glaube ich. Jetzt sind wir hier. Da hinten geht es auch noch weiter. Nehmen wir alles mit. Obwohl Kobalt. Naja, komm. Also ich sag mal, das, was wir überall finden, das nehme ich nicht mit. Wir können hier einmal rechts und einmal links gehen. Und hier sind auch Kisten. Alles mitnehmen. Stoff vor allen Dingen. Und Aluminium brauchen wir. Aluminium, Titan, Uran nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Rest finden wir einfach überall. Wir könnten noch einmal Eisen mitnehmen, ne? Eisen. Für eine neue, noch eine Kiste. Hehe. So. Da waren wir gerade dran. Ich renne jetzt nicht jedes Mal gleich wieder raus. Wir verbrauchen dann einfach, ah, guck mal. Aluminium, Essen. Das nehmen wir mit. Das Eisen nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch. Wir nehmen alles mit. Wir plündern das Schiff komplett einfach. Ah, Silizium. Okay, zweiten Tank. Ah, noch nicht. Wir haben noch keine Warnung. Ich gebe. Okay. Neuer Bauplan. Bildschirm. Okay, jetzt kommt die Warnung. Ich muss das ein bisschen vorher machen, weil, wie schon gesagt, ich verwirre mich manchmal noch bei den... Okay, hier ist noch so ein Tank. So eine Heizung.
Hops. Okay, Speicherchip nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das Aluminium nehmen wir mit und das können wir schon nicht mehr mitnehmen. Okay, wieder raus. Wieder raus. Hops. Man kann sich natürlich leicht verirren in diesen Dingern, ne? Das ist einfach so. Und wenn wir uns richtig verirren, dann sind wir am Arsch der Welt. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Leider kann man keine Markierung setzen. Das wäre ganz cool. Okay, kurz Luft schnappen. Dann haben wir auch den Tank gespart. Und das ganze Zeug loswerden. Pass auf. Wir haben hier noch Eisen. Ja, gut. Ja, kann alles hier rein. Aluminium. Essen können wir jetzt mal was. Das nehme ich mal wieder rüber. Da machen wir eine extra Kiste. Für diese Bauteile und sowas, ne? Das Zeug. Das Zeug. So, ist die Kiste nämlich schon voll. Aber ich kann mir ja einfach ein Eisen rausnehmen. Und eine neue Kiste herstellen. Quatsch. Neue Kiste herstellen. Ja, die setze ich einfach mal hier hin. Wir kriegen glaube ich, keine drei Kisten hier in einer Reihe. Und hier packe ich jetzt mal die wertvollen Sachen rein, wie zum Beispiel das Ding, das Ding, das Ding. Und dann würde ich mir noch eine Kiste bauen. Alter, wie viel Zeug wir schon haben. Nur von, wir haben gerade mal gekratzt. Wir haben dran gekratzt, sozusagen. Ne? Ein Eisen, noch eine Kiste bauen. Ich kriege hier keine drei Kisten hin, das wird nichts. Vielleicht quer. Hinten würden wir noch eine hinkriegen oder zwei. Ich drehe die jetzt mal nicht, weil ist ja eigentlich egal. Okay, das war das wertvolle Zeug. Dann machen wir hier noch das hin. Ah, warte mal. Hier haben wir noch zwei solche Teile gefunden. Okay, wir haben zwei Kapseln dabei. Wenn wir jetzt tiefer vordringen, reicht uns das dann? Okay, so viel Nahrung brauchen wir auch nicht. Wir haben erst gegessen. Einmal Nahrung. So, und Kapseln würde ich mir vielleicht noch eine mehr mitnehmen. Haben wir da noch so viel? Ja, haben wir noch. Okay. Raus. Und nochmal rein. So ein paar Sachen will ich ja schon noch finden, ne? Bis wir dann das ganze Schiff erkundet haben. Ah, das ist schon ganz schöner Klopper, dieses Schiff. Okay, hier geradeaus. Und dann sind wir. Links gehe ich jetzt mal. Weil hier sind, glaube ich, auch noch Sachen, die wir einfach nicht mitgenommen haben. Aluminium, seht ihr? Silizium lassen wir drinnen. Hier ist leer. Hier waren wir ja auch schon beim letzten Mal, ne? Wo wir einfach so rein sind. Hier geht es noch weiter. Okay, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Eisen brauchen wir nicht mehr. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und das Aluminium. Ja. Alter, wie viel Kram hier einfach mal ist, ne? Das, 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 das. Hier ist noch so eine kleine Box, das ist gut. Speicherchip. Alter, was ist das denn? Kann ich das abbauen? Leider nicht. Das scheint hier der Hauptantrieb zu sein, ne? Die Kiste hatten wir. Oh nein! Einmal Eisen. Na super. Die Kiste hatten wir, glaube ich, schon. Vorsicht, Abbauwerkzeug weg. Ja, hier hätten wir auch schon alles. Okay, zurück. Aber erstmal Sauerstoff tanken. Zack. Kein Problem. Ja, hier geht es ja nicht weiter, oder? Geht's nur zurück? Die Kisten hatten wir alle schon. Was ist das, ein Staubsauger? Nee. Ganz schön dunkel, ne? Erstmal zurück. Erstmal zurück. Ganz Kram wegbringen. Sauerstoff auftanken. Und dann gehen wir nochmal die andere Richtung. Rechts, glaube ich. So, okay, das ist schon mal alles ganz gut. Ah, das kommt hier rein. Die Chips kommen hier rein. So, und das Zeug natürlich auch.
Ist das eigentlich Nahrung? Auberginensamen. Okay, das ist zum Züchten. Ist auch ganz cool. Aluminium käme dann wahrscheinlich hier rein. Okay, das Ding ist schon fast voll. Ich würde gern hier halt mein komplettes Aluminium reinpacken. Das kann ja eh weg dann, ne? Hier das komplette Aluminium auf jeden Fall rein. So, jetzt haben wir hier noch die ganzen Eisendinger. Da können wir noch mehr Kisten mitmachen. Ja, eine könnten wir noch mal machen. Warte mal, Kuh. Kiste. Wir könnten sogar noch hier... Warte mal. Ha. Können wir hier die ganzen Samen reinpacken? Da hatten wir auch noch mehr von, ne? Hier ist es... Das Zeug. Das ist... So, ja. Hatten wir nicht noch mehr von den Samen? Naja, gut, der noch rüber. Und den Stoff meinetwegen. So, und aus dem Eisen können wir eigentlich im Grunde noch Kisten machen. Aber Wasser wird langsam eng, ne? Wasser wird langsam eng. Ich habe noch ein Wasser. Trinken. Warte mal. Hatte ich noch irgendwo Wasser mit? Nee, Wasser. Wasser könnte ein Problem werden. Da müssen wir Wasser besorgen. Gehen wir kurz hier runter, holen ein bisschen Eis. Wir brauchen also nicht immer wieder zurück. Das ist das Gute. Wir haben sozusagen eine kleine Zwischenbasis jetzt erschaffen. Eis? Eis ist hier echt wenig, ne? Naja, geht. So, guck mal, haben wir schon wieder drei Wasser dann. Und wir können uns sogar bei so einem Geostorm zurückziehen in unsere Basis. Das ist total gut. Ich würde sagen, wir bleiben hier noch in dieser Folge und gehen noch gar nicht zurück. Und in einer der nächsten Folgen, wenn wir das hier komplett erkundet haben, dann gehen wir zurück. Was ich euch aber unbedingt noch zeigen wollte, ist diese Höhle, die hier ist. Ist nämlich ganz interessant. Ich mache jetzt nur schnell Wasser und fülle meinen Sauerstoff auf. So. Okay. Zack, das ist echt praktisch. Ah. Wasser. Wasser. Ich denke mal, warte mal, ich zeige euch das gleich. Vorne bei der Höhle. Das ist nämlich echt interessant. Okay, jetzt haben wir kein Eis mehr. Kein Problem. Hier oben war doch irgendwo eine Höhle, ne? Hier zum Beispiel. Was ist hier? Hier ist eine Höhle. Hier kommen wir aber nicht rein. Beginne mit Schmelzen. Prozent. Das muss erst tauen hier, bis wir da reinkommen. Oh, Doppelbett. Haha. Leute, ich habe jetzt ein Doppelbett. Ich weiß nicht, ob hier drüber noch eine Höhle ist. Hier so hingehen. Weil hier hinten sind ja auch noch so Wrackteile, ne? Ne, aber hier ist nichts. Das Ding ist echt riesig. Waren wir da jetzt schon komplett durch? Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Kram gesammelt. Und wir werden einfach mal hier die Folge beenden. Und beim nächsten... Taschenlampe mal aus. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Da gehen wir noch weiter ins Raumschiff. Und wenn nicht, dann bringen wir das ganze Kram zurück. Und können dann die neuen Sonnenkollektoren bauen. Ja, deshalb sage ich jetzt von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron. Was habe ich denn mit Zeron momentan? Vom roten Planeten.